Herzlich willkommen, Norman Pesch, Professor Dr. Norman Pesch. Wir sind ja über viele Jahrzehnte miteinander verbunden waren. Zunächst bei der marxistisch orientierten Gruppe der Jungsozialisten in der SPD zusammen. Dann in der Linken haben wir im Bundestag zusammengesessen. Du warst auch der Sprecher des ganzen auswärtigen Bereichs. Die Frage geht natürlich zunächst zum im doppelten Sinne brennendsten Thema, nämlich dem Gaza. Da habe ich deinen Beitrag gelesen in den Nachdenkseiten und der legt ja ein sehr hartes Wort an, nämlich Genozid bzw. Völkermord. Es ist nicht direkt ausgesprochen. Was würdest du sagen, wenn man diesen Begriff wählen würde? Ja, in der Tat. Der Vorwurf des Völkermords, den muss man sich ge genau überlegen. Selbst wenn er etwas in der letzten Zeit Konjunktur genommen hat, man sieht das beim Völkermord eben an den Armeniern, dann kommt die Uiguren dran und dann so weiter. Also man ist etwas laxer damit geworden, aber in der Tat in diesem Falle gegenüber Israel den Begriff des Völkermords zu nehmen, ist anlässlich unserer Geschichte schon eine außerordentlich schwierige und auch sehr vorsichtig zu benutzen. Die Israelis war ein schweres Kriegsverbrechen. Und auch jetzt, das, was in Gaza gemacht hat, sind schwere Kriegsverbrechen. Und zwar sowohl, ja, sozusagen, schon die sozusagen Abgrenzung und die Blockade des Gazastreifens war ein Kriegsverbrechen, war völkerrechtswidrig. Allerdings auf einer sehr viel höheren Basis kommt man dann zu den schweren kapitalen Kriegsverbrechen und das ist Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Und mit denen muss man in der Tat außerordentlich vorsichtig umgehen. Wenn ich mich hier dazu entschlossen habe, so habe ich gesehen, auf der Basis dessen, was jetzt dort angerichtet wird. Das heißt, hier wird wie mit einem Rasenmäher über Gaza hinweggegangen. Das ist allmählich wirklich eine Trümmerwüste, von der ich weiß, dass Menschen gesagt haben, die mit denen über Freunde ich kommuniziert haben, wenn die aus ihren Bunkern rauskommen, können sie sich nicht mehr orientieren, weil alles weg ist. Das heißt, es ist eine totale Zerstörung. Die Opfer, die sind vielmals mehr jetzt schon. Über 8000. Allerdings die Zahl der Opfer macht es auch nicht aus, sondern es ist einfach so, dass hier offensichtlich nicht mehr die Hamas als Verteidigung angegriffen wird, sondern dies ist ein Rachefeldzug. Und der hat seine eigenen Gesetze und da spielen die zivilen Einrichtungen, ob Krankenhäuser, ob eben Schulen und so weiter, eigentlich eine untergeordnete Rolle. Das ist Nur eine das kurze, eine. nur eine kurze, eine kurze Zwischenfrage. Es gibt ja Leute, die sagen, die Palästinenser sollen ganz dort vertrieben werden. Dort ging es auch um Gas, ging es auch um Öl vor der Küste. Ist da was dran? Ja, wir haben jetzt gerade in jüngster Zeit ist ja dort ein Papier öffentlich geworden, dass in der israelischen Regierung das, was eigentlich schon immer ihre, nicht Sehnsucht, aber ihre Plan, ihre Konzeption gewesen ist, Land ohne Volk, dass sie das jetzt versuchen zu realisieren, dass sie sie zum Vertreiben. Vertreiben selber ist ein Völkerverbrechen. Ist für sich genommen noch nicht das, was man einen Völkermord nennen kann, sondern es kommt auf den Kontext an, dessen, der Maßnahmen insgesamt. Aber, und dann kommt es auf einen subjektiven Faktor an, der in den römischen Statuten, im Artikel 6, aber auch in der Konvention über Völkermord drin enthalten. Es muss darum gehen, eine Gruppe zum Teil oder ganz auszurotten, zu beseitigen. Das heißt, es ist ein subjektives Element. Und wenn man jetzt in die Äußerungen sowohl von Politik wie Militär, aber auch von den Medien Israels schaut, so ist ganz eindeutig dort, dass man hier mehr will, als nur sich zu verteidigen, Hamas verteidigungs- oder sozusagen angriffsunfähig zu machen, sondern man will hier ein Exempel statuieren, was
Charakter hat. Oder ich würde auch sagen, jetzt, das ist ein Völkermord. Übrigens bin ich gar nicht der Einzige da, sondern es gibt eben 800 Juristen in den USA, die eine gemeinsame Erklärung gemacht haben, die mit den gleichen Argumenten sagen, dieses überschreitet den normalen Standard von Kriegsgebrechen, Verbrechen hin zu wirklich Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es wird sogar davon gesprochen, dies sei ein Lehrbuch des Völkermords. Die meiste Argumentation, ich habe gerade jetzt mit Katja Epstein gesprochen, viele Künstler, die für den Frieden sich ihr Leben lang engagiert haben, sagen aber, die müssen doch irgendwas tun gegen diesen heimtückischen Überfall auf ja im Grunde genommen friedensgewillte Jugendliche da bei diesem Festival. Hat das noch eine Beziehung dazu oder ist das völlig aus dem Ruder gelaufen? Sie unterliegt mit ihren Freunden einer Illusion, dass sie denkt, wenn man die Hamas, die übrigens keine irgendwie Mafia-Struktur hat, das heißt, dass man sie sozusagen per Mitglieder beseitigen kann, sondern es ist eine weit verzweigte, in der Gesellschaft sozusagen verankerte Organisation. Nehmen wir aber mal an, es ist möglich, die ganze Führungsriege dort zu beseitigen und damit auch Hamas irgendwie ineffektiv zu machen. Der Widerstand, auf dem die da basieren, der wird bleiben. Sie werden das nicht mit Krieg ausrotten können, wie sie es im Augenblick wollen. Es gibt hier keinen Krieg bis zum Sieg, wie jetzt die Parole ausgegeben wird, sondern dieser Widerstand hat seine Wurzeln in der Vergangenheit, in einer Besetzung seit 1967 und einer Unterdrückung seit ungefähr 75 Jahren. Wenn man diesen Kontext, also diese Geschichte, die Wurzeln dieses Konfliktes und dieses Krieges nicht mitbedenkt, dann bleibt man immer, wie auch im Ukraine-Krieg, immer dabei, Krieg bis zum Sieg, also militärisch lösen, obwohl hier die einzige Lösung wäre, Waffenstillstand, an einen Tisch setzen, Vertrag und dann an die Wurzeln dieses Konfliktes gehen. Die liegen nicht bei der Hamas, sondern liegen bei den Israelis, bei ihrer Besatzung und bei ihrer Kolonialpolitik, bei der gesamten Apartheidpolitik, die sie seit Jahrzehnten dort machen, mit viel Gewalt und mit vielen Kriegen auch. 2014 und 2009. Es gab ja immer wieder diese militärischen Auseinandersetzungen. Und die kriegt man nicht beseitigt durch einen neuen Krieg. Man kann sozusagen vielleicht in die Zehntausende Tote produzieren. Man kann Gaza wirklich dem Erdboden gleichmachen. Den Widerstand eines Volkes kriegt man damit nicht beseitigt. Das wäre also die Stunde der Vereinten Nationen. Die werden ja von Israel konsequent ignoriert, auch von den USA, was die Resolution anbetrifft. Auch die letzte Resolution, die dann immer umstritten wird. Deutschland hat sich ja da enthalten. Wie schätzt du die Enthaltung ein? War die richtig? Nein, die war vollkommen falsch, aber nicht in der Weise, in der sie jetzt kritisiert worden ist. Sie hätten zustimmen sollen, nicht ablehnen, sondern sie hätten zustimmen sollen, denn das war ja eine Resolution, die den Waffenstillstand befürwortete und vor allen Dingen, da ist Guterres, der auch auf die Vergangenheit sozusagen die Wurzel des Konfliktes gewiesen hat, der ist von 120 Staaten unterstützt, während es nur 14 Staaten waren, die dagegen waren. Also hier steht die europäischen Staaten, die USA gegenüber einer Zweidrittelmehrheit der Welt. Das sollte man sich hier auch einmal überlegen. Nicht etwa, dass man sozusagen die alte koloniale Attitüde weiter pflegt, wir sind die Spitze der Welt, nach uns hat man es sich zu richten, sondern diese Frage wird im Süden, also im globalen Süden, wie man das sagt, von Asien über Afrika bis Lateinamerika ganz anders gesehen. Dort wird unterstützt die Forderung an Israel, die Besatzung aufzugeben und die Forderung jetzt, Frieden herzustellen, also die Waffen zu stellen und an den Verhandlungstisch zu gehen. Das wäre die einzige Lösung. Übrigens, das ist parallel zu der Position wie auch im Ukraine-Krieg. Das nehmen wir noch mal in die letzte Frage.
mit der Position der neu gegründeten Bewegung Sarah Wagenknecht, BSW, die sich ja auch da gegen die Lieferung schwerer Waffen etc. ausgesprochen hat. Was wären deine Erwartungen, nicht nur auf die Ukraine, an diese neue Kraft? Gut, das ist ein großes Problem, was sich entstanden hat, aber das Problem liegt nicht, wollen wir es klar sagen, bei Sarah Wagenknecht, sondern das Problem liegt in der langsamen Auflösung dieser Linkspartei in eine nicht mehr sehr profilierte Organisation, die sich nicht als Opposition wirklich in die Politik noch werfen kann. Das heißt, ich bin 2005 in den Bundestag gekommen. Dort hatten wir diese Außenpolitik skizziert. Das war damals klar, kein Krieg, auch keine Unterstützung für jegliche, damals sogar Waffenlieferungen, aber auch Beteiligung an Kriegen. Gut, das ist jetzt alles Geschichte für diese Partei, aber das ist ein Grund, weswegen es ihr so schlecht geht. Dass sie im Grunde in dieser Frage so unscheinbar und so undifferenziert oder nicht mehr sichtbar geworden ist. Und das ist das, meines Erachtens das Potenzial von Sarah Wagenknecht, dass sie in dieser Frage, das ist eine der vielen Fragen, die man als Opposition bearbeiten muss, aber sehr klar ist und an die Ursprünge dieser Partei auch anknüpft. Das heißt Verwandlung und nicht Militär. Und zwar, das gilt sowohl für die Ukraine, wie aber auch für Palästina. Es gibt dann die andere Frage der Migration, es gibt die Frage auch der Ökonomie. Dort sind wir ebenfalls meines Erachtens mit unserer Partei überhaupt ununterscheidbar irgendwie in einem, ja, sozusagen potenziellen Koalitionssumpf versackt und haben keine wirkliche Alternative mehr. Das ist das Problem der Linkspartei. Und ich muss sagen, es ist schon notwendig, wenn man nicht einfach sich zurückziehen will, Blumen begießen, den Garten bestellen will, dann muss man schon versuchen, eine linke Wirklichkraft wieder aufzubauen. Wir brauchen sie in dieser Gesellschaft, nicht? Doch noch eine letzte Frage. Wir haben ja Frieden mit Russland im Moment konsequent nur bei der AfD. Und das macht die Sache ja auch so kompliziert. Und für die Medien ist das verlockend, da drauf zu prügeln und zu sagen, da gibt es so viele Anknüpfungspunkte in einigen Fragen. Wie würdest du den Umgang empfehlen? Den Umgang mit der AfD oder in der Russlandfrage. Bleiben wir bei der Russlandfrage. Da bin ich ganz eindeutig jener Auffassung, die sagt, selbst diejenigen, die Russland ruinieren wollen, wie Frau Baerbock, und andere, die sie sozusagen als internationale Großmacht ausschalten wollen. Russland wird bestehen bleiben. Wir werden immer mit Russland als Nachbarn leben müssen. Und mit Russland müssen wir einen Frieden kommen. Da kommen wir das nicht mit Militär, sondern auch nur mit Verhandlungen. Wir müssen auch unsere freundschaftlichen Beziehungen, die wir mit China hatten, nicht aufs Spiel setzen. Das heißt, unsere Aufgabe in der Mitte Europas ist nicht nur, dass wir so Vasallen der USA bleiben, sondern dass wir eine wirklich offensive Politik auch gegenüber dem Osten spielen. Das erste ist, dass wir auch für den Frieden in der Ukraine uns einsetzen müssen, was ebenfalls nur durch Stopp der Waffenlieferungen und auch nur durch Verhandlungen ist. Das ist die Aufgabe. Wenn die AfD dort die gleichen Ansichten hat, dann finde ich das gut. Das ist gut. Das sollten mehr Parteien, das sollten auch die Grünen, die SPD und die FDP so haben. Deswegen ist das noch lange keine Koalition und das ist noch kein Zusammengehen mit der AfD. Aber wenn unsere Position, die im Augenblick wohl auch die von Sarah Wagenknecht ist, im Augenblick spreche ich nur für mich sozusagen als Außenpolitiker, dann finde ich, ist das gar kein Problem. Je mehr in dieser Gesellschaft für den Frieden sind, für Verhandlungen, gegen Waffenlieferungen, umso besser. Ganz herzlichen Dank nach Hamburg. Herzlichen Dank an Professor Dr. Norman Piech. Und wie gesagt, wir sind uns ja so viele Jahrzehnte jetzt, ja, politisch treu geblieben. Das wird jetzt, glaube ich, in der letzten Runde unseres Lebens sich auch nicht mehr groß ändern. Alles Gute und herzlichen Dank. Dir auch vielen Dank und auch dir alles Gute für die Zukunft. Ja. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.